Hallo, zurück beim neuen Video der Limelight. Wir verlassen jetzt gleich Acapulco, hatten schöne 3 Wochen dort, habt ihr ja in dem letzten Video gesehen. Und jetzt geht's weiter Richtung Norden. Glenn hat uns mittlerweile auch verlassen. Er fährt jetzt mit Randy weiter und wir wollen uns eigentlich in 3-4 Tagen wieder treffen. Es geht als nächste Station nach Zihua. Als nächste Station haben wir Zihuatanejo. Und dort werden wir einen Sturm aussitzen, der uns Gott sei Dank leider nicht großartig betroffen hat. Leider würde ich jetzt nicht sagen, sondern der uns Gott sei Dank nicht betroffen hat. Ja, genau. Und von da aus geht es dann zum Playa Veradero, danach nach Caleta de Campos und zum schwarzen Sandstrand von Cabeza Negra. Über Manzanilla ging es dann nach Barra de Navidad, wo wir dann tatsächlich einen Hurrikan ausgesessen haben. Die Überfahrt, wie ihr sehen werdet, war nicht immer ganz einfach. Wir hatten also etliche Squalls, also Starkregen, Winddrehungen. Wir sind ja auch nachts wieder mal gesegelt. Es waren schon ungemütliche Momente dabei. Also die Küste Mexikos hoch zu segeln, ist nicht einfach. In Barra de Navidad haben wir uns noch kurz bevor wir reingefahren sind in die Lagune irgendwelche Wurzeln in die Schraube eingefahren. Die habe ich noch rausgemacht, bevor wir dann durch den Kanal sind. Aber in der Marina haben wir guten Schutz gehabt vor dem Hurricane. Und wir haben Glenn wieder getroffen nach 3 Wochen circa. Und vereint haben wir dann Barra de Navidad erkundet. In Barra de Navidad haben wir einen Hurricane-Spaziergang gemacht, über die Insel zur offenen Seite hin und haben den Wind aus erster Nähe empfangen. Jetzt viel Spaß beim Schauen. Bis später. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt, abonnieren, Glocke und einen Daumen nach oben. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Wind wäre schön, wenig Regen wäre noch besser. Schauen wir mal, wie es wird. Und das ist jetzt noch mal ein letzter Blick über die Bucht von Acapulco. Waren jetzt 16 Tage hier. Also mir hat es ganz gut gefallen. Aber kann man den Haken hintermachen, brauchen wir nicht noch mal herkommen. Nachdem letztens der AIS-Sender von Annette Schwimmweste sich aktiviert hat, muss sie den jetzt wieder zusammenbauen und den wieder in ihre Schwimmweste packen. Das ist ein AIS-Notfunksender, der sich aktiviert, wenn die Schwimmweste mit Wasser in Kontakt kommt und auslöst. Dann aktiviert sich der AIS-Sender und bei uns auf dem Plotter kommt ein Signal, Mann über Bord, und es wird die Position angezeigt, wo derjenige sich befindet. Eine gute Sache, wenn man zu zweit unterwegs ist, aber jetzt muss er halt wieder aktiviert werden.
Das erste Mal ist unser neues Großsegel im Einsatz. Schönen Dank an unsere Sponsoren. Herrlich steht das. Fehlen zwar noch zwei Segellatten, aber die organisieren wir uns hoffentlich in Puerto Vallarta. Ich jetzt irgendwie so um die 5 Uhr morgens. Heftigstes Gewitter über uns. Regen. Der Wind peitscht. Natürlich in Annettes Wache wieder mal. Also ich mache mich klar zur Unterstützung und mal schauen, wie es draußen aussieht. So, irgendwo da hinten, da steht die Annette. Man sieht sie aber nicht. Hallo. Ah ja. Ich bin noch da. Und so sieht die Gewitterzelle aus, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. Winter wird ein bisschen nachgelassen, aber es schüttet noch heftigst. Mittlerweile ist es 7 Uhr und es schüttet immer noch. Winter ist nachgelassen, sind nur noch 15 Knoten. Aber der Weg. Also stellt man sich Segeln nicht vor. Das brauchen wir nicht. Wir wollen eigentlich Sonnenschein in 15 Knoten Wind. So, wir fangen wieder Wasser auf. Nämlich jeden Liter, den wir auffangen, den brauchen wir nicht produzieren. Mittlerweile schon ganz schön nass. Also die Regenjacke ist auch nicht das, was es verspricht. Es ist jetzt 8 Uhr. Eben gerade hat es aufgehört zu regnen. Nach 24 Stunden. Und es hat richtig geschüttet. Meine Wache ist gleich zu Ende. Und dann haben wir jetzt noch 25 Meilen. Wir fahren 4 Knoten. Also wir sollten in 5-6 Stunden da sein. Und so sehen die Hände aus. Nach 3 Stunden Wache bei Regen. Als ob ich den ganzen Tag Wäsche gewaschen habe. Es nieselt wieder leicht. Aber jetzt werde ich die Annette wecken gehen und dann ein bisschen trocknen. Leider ist die Wettervorhersage für die nächsten Tage nicht besser. Im Gegenteil, der Wind soll noch auffrischen und es sind auch starke Gewitter angesagt. Wir sind am Überlegen, ob wir jetzt in Zuantanejo bleiben. Oder ob wir gleich diesen Wind nutzen, um hoch Richtung Puerto Vallarta zu fahren. Die Annette hat ihre Wache angetreten. Es gibt schön Frühstück mit super leckeren Mangos. Aber es hat auch gleichzeitig wieder angefangen zu regnen. Wie schön, da freut die Annette sich. Ungemein. So beißt sie genüsslich in die Mango. Mhm. Du tropft aber alles schön voll. Oh, ist ja nicht so schlimm. Es regnet ja. So, wir laufen ein in die Bucht von Zihantanejo. So wie es aussieht, werden wir da wohl auch den nächsten Sturm abwettern. Der so von Freitagnacht auf Samstag hier vorbeizieht. Wir hoffen, dass das da gut geschützt ist und auch nicht so hohe Wellen reinlaufen. Wir liegen in
Zihuatanejo, da wo der rote Punkt ist, und haben uns jetzt auf den Sturm vorbereitet, der da heute an uns vorbeiziehen soll, mit ca. 35 Knoten. Der Glenn ist schon weitergefahren mit Randy und liegt an der Barra de Navidad, oben bei dem grünen Punkt. Die sind in die Marina gefahren, haben schon alles abgebaut, weil so wie es aussieht, trifft dort genau der Tropensturm mit bis zu 65 Knoten Wind das Land. Wir hoffen, dass wir hier verschont bleiben und dass die da oben natürlich auch verschont bleiben und es keine großen Schäden an den Booten gibt. Da sieht man es jetzt. Da trifft er genau auf Land. Auf dem Markt von Zihuatanejo. Hühnchen ohne Ende. Auf geht's zum Fischmarkt. Einkaufen, es nieselt leicht. Oh, da hinten liegt hoffentlich noch unser Dinghy. Jetzt wird das alles verstaut. Und dann warten wir heute Nacht auf den Sturm, der da kommen soll. Unser Boot ist noch da? Ja. Sehr schön. Ja, es ist Samstagmorgen, 9 Uhr. Ich glaube, wir hatten Glück. Also um 2 Uhr heute Nacht hat es angefangen, hat ziemlich geweht. Und dann hat es angefangen zu regnen, so wie es jetzt hier regnet. Wir haben mittlerweile 80 Liter Wasser aufgefangen. Aber vom Wind her und von der Welle haben wir Glück gehabt. Ist der Sturm an uns vorbeigezogen. Der 20. Juni. Wir haben den Tropensturm gut abgewettert. Es war nicht ganz so schlimm wie vorhergesagt. Vielleicht in der Nacht mal so 30 Knoten Wind. Dafür haben wir aber 120 Liter Regenwasser aufgefangen. Und heute sieht es schon wieder so aus. Es ist alles total grün geworden. Und die Sonne scheint. Heute wird es weitergehen Richtung Puerto Vallarta, weil für nächste Woche Montag ist die nächste tropische Depression angesagt. Und die wollen wir dann schon entweder in Barra de Navidad oder in Puerto Vallarta abwettern. Wir liegen hier bei Ixtapa, kurz vorm Sonnenuntergang, und das ist unsere Kulisse heute. Sieht toll aus. Alles schön grün nach dem Regen, hohe Berge im Hintergrund. Playa Linda,
und da die großen Hotels. Die Leute kommen alle tagsüber hierher zur Isla Grande. Es ist 18.30 Uhr. Jetzt haben wir den Strand und die Restaurants hier für uns ganz alleine. Es gibt heute hier noch ein schönes Bierchen. Und wir haben Oktopus bestellt. Dann lassen wir uns mal überraschen, was die Annette uns jetzt hier bestellt hat. Und da hinten liegt einsam die Leinwand. Wir sind das einzige Segelboot. Ja, so beschaffen die sich hier ihr Baumaterial. Alles wird mit dem Panga hierher gekarrt und dann entsteht hier ein neues Haus. Und das hier ist jetzt die andere Seite der Insel. Der Sand ist ein bisschen grobkörniger. So, das Wasser sieht ein bisschen rauer aus. Und wir sind ganz alleine. Juni 2021. Wir sind heute Morgen um 4 Uhr aufgebrochen nach Campo de Valletta. Heute hat der Wolfgang Geburtstag. Wolfgang, dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Leider haben wir ein bisschen wenig Wind, also nur so um die 6 Knoten und fahren 2 Knoten. Wollen heute aber noch 60 Meilen schaffen. Na, das sieht nicht so gut aus, aber ein herrlicher Sonnenaufgang wird es. Nach 68 Meilen sind wir angekommen im Campo de Caleta. Also, was ich gesagt habe, stimmt. Und hier gehen riesige Wellen ein. Und es sind nämlich auch Wellenreiter unterwegs. Aber wir werden hier nur die Nacht verbringen und morgen ganz früh aufbrechen. Wir haben wieder 68 Meilen vor uns. Morgen früh soll eigentlich ganz guter Wind sein. Wir sind heute Morgen um 4:30 wieder Anker aufgegangen, haben 65 Meilen und jetzt wird es langsam hell, ist ein bisschen diesig da unten. Da hinten vom
kommt bald die Sonne zum Vorschein. Leider haben wir zu wenig Wind, also müssen wir den Motor mitlaufen lassen, um unsere Tagesetappe auch zu schaffen. Heute am 24.06. verlassen wir Cabeza Negra auf dem Weg nach Manzanillo und so werden wir heute Morgen gleich erstmal mit schlechtem Wetter anfangen, also mit Regen, aber immerhin haben wir dieses Mal Wind. Und laufen 5,5 Stunden. Na super, dann sind wir ja bald da. Oh, ach gut. Vom Land ist nichts zu sehen. Vielleicht kriegen wir ja heute mal einen Fisch bei so einem Wetter. Ja, dann ist der Wind schon mal draußen. Mittlerweile haben wir das zweite Riff im Groß und in Genua. Und wir hoffen, dass wir da vorne die Front umgehen können. Sie treibt vor uns her, aber wir sind ein bisschen schneller. Aber vielleicht haben wir Glück, dass sie wegzieht. Wir brauchen sie wirklich heute nicht. Da die Front wieder sehr gut sehen. Es sieht wirklich so aus, als ob sie nach rechts oben wegzieht. Die See ist auch ein bisschen rauer geworden, schaukelt uns ganz schön durch. Der nächste rollt an. In 3 Tagen soll er uns hier streifen. Ist zwar noch kein benannter Sturm, aber es sind 70%, dass er sich entwickelt. Laut NOAA. Auch schon gar nicht mehr nach vorne gehen. Jetzt schwimmen die Delfine hier hinten bei uns am Cockpit. Schauen mal hier rein, was es hier Schönes zu essen gibt. Und wenn ich die Kamera draußen habe, kommen sie nicht. Hier kommt wieder ein Fluss rein. Man sieht also total toll hier diese Abgrenzung zu dem schönen Wasser vom offenen Pazifik und dem Brackwasser und der Brühe von dem Fluss. Da hinten ist schon Mar de Navidad. Ungefähr 1,5 Stunden, dann sind wir da. Da hinten um die Ecke noch rum, da sind wir in Mar de Navidad. Da hat es wohl ein Tanker nicht ganz geschafft. Ist an die Felsen gespielt worden. Wahnsinn, der wird einfach da so liegen.
Wir warten auf den Hurricane Enrique und die Limelight ist sicher verteut. Wir haben mehrere Springs, mehrere Vor- und mehrere Achterleinen und auch auf verschiedene Klampen belegt. Auch hier sollte die Limelight jetzt fest und sicher liegen. Jetzt gibt es hier einen Shuttle-Service. Der bringt uns dann da drüben hin, weil sonst kommst du da nicht hin, sondern musst du einmal ringsrum laufen. Und da haben wir die Marina. Ah, und hinten in der Lagune liegt einsam ein einziger Segler. Und da unten links ist die Limelight. Und das ist hier das Hotel. Tennisplätze. Aber den Minigolfplatz sehe ich von hier auch nicht. Und so sieht hier das ganze Hotel aus. Also es ist wirklich nett. Der Ausblick auf die drei Pools, verschiedenen Terrassen, mit Rutsche verbunden. Und da heute Wochenende ist, ist hier auch ein bisschen was los. Richtig tolle Details hier in dem Hotel. Nicht schwimmen gehen, Annette. Das ist nicht der Pool. Bis jetzt hat Hurricane Enrique uns verschont. Es hat zwar die ganze Nacht ein bisschen geregnet. Jetzt frischt der Wind ein bisschen auf und es schüttet ein wenig mehr. Aber wenn es so bleibt, sind wir eigentlich zufrieden. Oh, der Wind hat wieder ein bisschen zugelegt und der Regen auch. Also unser Wassertank vorne ist gleich voll, dann könnte es wieder aufhören zu regnen. Fängt doch mal noch ein bisschen an zu wehen, aber vielleicht 30 Knoten. Nicht. Aber da hinten, da wird das ganze Zeugs aus den Flüssen hier reingespült. Verstopft die Marina. Die Annette, die nutzt das schlechte Wetter, um Brot zu backen. Das macht sie aber auch bei gutem Wetter. Und macht zusätzlich aber heute einen Kuchen. Und ich glaube, es gibt einen Kuchen, der ein bisschen nach Kokos schmeckt. Ne? Ja. Mit Mango. Kohle. Mango, ja. Wolltest du doch machen. Wo du sagst. Ah. Ja. Wann muss das noch? Gut, dass es hier in der Limelight total trocken ist. Alle Luken sind dicht. Nirgendwo kommt Wasser rein. Ja. Also er steigert sich noch ein wenig. Der Wind ist richtig ungemütlich. Richtig ungemütlich. Aber Wind geht. 25 Knoten momentan. Also noch nicht so dramatisch.
kann froh sein, wenn man nicht da draußen liegt. Obwohl das ja hier die Lagune ist. Also ich glaube, noch eine Stunde Regen, dann haben wir alle Tanks voll. Ja. Kommt noch mehr Regen, keine Angst. Okay. Wir machen einen Sturmspaziergang über das Resort. Und was haben wir gefunden? Einen richtig schönen Mangobauer. Mit fetten Mangos. Das mal an. Oh, oh. Herrlich. Offene Küste. Manche Bäume haben den Sturm nicht überstanden. Es regnet jetzt mittlerweile schon seit 36 Stunden. Der Wind ist abgeflaut. Und wir sitzen hier unten bei kühlen Temperaturen. Nur 26 Grad. Ja, deswegen sind die alle angezogen. Die stehen an der Ecke und verkaufen Tomaten. Ne? Also ich muss ja sagen, das ist ein Video. Da kann man nicht immer einfach irgendwelche Sprüche zwischendurch machen. Nee, das ist ja ein seriöses Video. Das war ja auch kein unseriöser Spruch. Der Rüdiger, Deutschland, England! Gewesen, aber sich sofort.
fahren sie gleich weg. Ja, Papa vergrault sie, jetzt verlieren wir wieder. Nein. Il a droit à côté, il m'a fait autant, je m'en la vois.